Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier bei unserem RP auf der Grünfelderland. Nach dem Unfall gestern stehen wir hier noch immer beim Händler. Sunny ist auch wieder da. Und ich werde jetzt mal mit dem Händler. Beim Bauhof stehen wir, bei der Werkstatt. Ich werde jetzt mal mit dem Razex klären, was hier los ist mit meinem Traktor. Weil der ist noch nicht ganz fit. Schauen wir mal hier rüber, bevor Volker oder so da ankommt. Hallo? Hallo, Jürgen? Ja? Ich stehe bei dir am Hof. Bin gerade unterwegs, fahr jetzt vorne rein. Stimmt nicht, du lügst. Doch, fahr gerade vorne rein. Nein, stimmt nicht, du lügst. Doch, gucken Sie. Jetzt fährst du rein. servus, Sunny. Hi, Volker. Der kommt mal wieder angebrettert. Moin. Hi. Moin, wo hast du denn fahren gelernt? Nicht bei mir. Aber wenn ich den Traktor hier anschaue, dann denke ich mir auch, der muss nochmal zur Fahrschule. Wessen Traktor ist denn das? Ja, vom Bauhof. Nee. Nicht? Aber es steht, du hast einen Aufgeladen. Einer von euch hat einen aufgeladen. Ja, ja. Von dem Abschlepp von den zwei. Ja. Irgendeiner von den Julians. Okay. Du willst bestimmt einen Träger abholen, ne? Ich hätte gern, dass der richtig repariert wird. Dein Scepter, der hat letzte Woche Scheiße gemacht. Da sind überall noch Kratzer und weiß er sich was dran. Das war der letzte Woche da? Der ja. Julian bestimmt. Ich weiß eh nicht mehr, wer das war. Irgendeiner deiner Fuzzis. Ja, komm, ich mach. Felgen also, komplett zerkratzt. Ja, alles am Arsch. Hinten vor allem. Nee, Quatsch, vorne. Vorne. Die Aufnahme. Der hat es in 5 Minuten. Wo bist du denn? Der hat gesagt, der hat es in 5 Minuten hat er das repariert gehabt. Das kann ja wohl nicht sein. Also mach das mal ordentlich. Ich bin mal kurz weg. Ja. Und die Rechnung geht an den Bauhof, gell? Ja, an den Julian, privat. Ja, mach das mal. Brauchst du ein Ersatzfahrzeug? Nee, ich hab meinen Golf hier. Ah, okay. Warte mal, was ist denn das Ersatzfahrzeug? Brauchst du einen Trecker? Willst du einen Trecker fahren? Na, ich wollte jetzt runter zum Schweinebauern, weil ich am überlegen bin, den zu übernehmen. Oh. Ich habe auch ein Audi noch hier sonst. Dann wäre es geschickt, wenn er dir noch vom... Dann sollte Jürgen dir ein Auto stellen oder so. Na, komm mal mit. Dann bin ich mit dem Golf unterwegs. Bis später, Sunny. Bis später. Ja, kannst den Schwarzen hier nehmen. Der will den Schweinebauern übernehmen? Dann gehen mir ja wieder Mitarbeiter flöten. Aber naja, wir haben ja letzte Woche den Albert Grünfeld eingestellt. Kann man Tempomaten runter regeln, sonst sind wir gleich zu schnell. So, wir müssen nachher auf jeden Fall los, um... Warum fährt der so schnell? Nein. Volker? Meine Mauer! Volker? Hallo?
Volker? Hallo? Volker? Ja, Jürgen. Alles gut? Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber sonst passt's. Ist nur die Frage, ob ich mein Auto hier wegkriege. Ich hab mal einen Rettungswagen gerufen, ne? Was? Für was denn? Ich hab nur ein bisschen geschlafen. Das ist aber nicht gut. Warte mal. Dann bestell ich ihn wieder ab. Ja, alles du. Ich bin nur irgendwie eingeschlafen. Soll ich dich rausziehen? Irgendwie. Irgendwas brauchen wir, ja. Ja, warte mal. Das wird es nichts. Dein Trecker ist ja eh beschädigt. Ja, klar. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo Kissen. Geht ja auch steil runter. Probier mal von vorne irgendwie ein bisschen anzuheben oder von hinten erstmal. Der Trecker rutscht. Jo, pass auf, kommt noch so einer. Ah, die sollen sich zischen. Sagte. Was macht ihr da? Ja, da ist jemand runtergerutscht. Ja, jetzt schieben. Irgendwie habe ich keinen Vortrieb. Alles gut? Ja, jetzt passt's. Vielleicht. Nee. Gar nicht. Gar nicht gut. Wir sind mal weg, ne? Tschüss. Harry, dein Traktor steht auf dem Parkplatz. Warum scheißen wir so laut? Ich glaube, das wird nicht. Scheiß hier, ey. Ach, der Johnny hat keine Power hier. Mach mal die Differentialsperre. Habe ich schon alles durchprobiert. Er hat sich verkeilt. Hier kriegen wir auf gar keinen Fall mehr raus. Probieren wir, komm mal von vorne. Oder? Guck, das geht hier 90 Grad runter. Ja, jetzt komm. Wenn, dann geht's hier 100% runter. Moment, warte, ich hab einen Telelader. Oh, nee. Fehlt noch, dass ich die Mauer wegstemmen muss. Hey, komm du jetzt mal mit dem Xerion her. Was? Komm mal rüber hier. Ernährungsverschieben. Wir machen jetzt nicht den Xerion kaputt. Wir sind jetzt weg. So, tschüss. Ciao. Jo, das Fahrerflucht, ne? So, Fahrerflucht. Boah, knallt der jetzt noch gegen den Baum, ey. Alter, wo haben die der muss einen Führerschein noch machen, Volker. Ey, Martin, was machst du denn? Komm jetzt mal, ey. Ich glaube, ich ruf die Bergungsfirma an, wa? Jo, mach mal. Das. Tschüss. Ich mach mal, ne? Ich kann's aber gleich alles bergen hier. Den Trecker auch? Naja,
warte mal. Warte mal. Oh, nee. Na, ich hab's gleich. Glaube ich. Unterlassene Hilfeleistung ist das vielleicht. Was? Was die gemacht haben. Ja, anzeigen. Ja. Oh, jetzt hat was funktioniert. Es ist aber kein Polizist in the house, in the hood. Was passiert denn, wenn ich jetzt rückwärts fahre? Jetzt musst du wahrscheinlich auch zum Händler, wa? Ja, warte, ich hab ja hier einen beschädigten Traktor. Alter, das gibt's ja nicht. Was haben wir hier für eine Karte gebaut? Ah, pass auf, den, hängst du auch fest. Oh. Das, komm mal mit dem Telelader nochmal her. Komm mal nochmal mit dem Telelader. Komm mit dem nochmal her. Ah? Telelader. Nein, warte. Ja. Ich hab's. Hab ihn. Ach, gut. Johannes. Du, Volker? Ja. Weißt du eigentlich, wer den Händler macht? Der ist ja wohl. Der hat seinen Shop ja wohl verkauft. Also zur Ausstellung rausgeschrieben. Ich weiß nur, dass er auf und davon ist. Warum, wieso, weshalb? Mir nicht erklärbar. Hey, jetzt leckt schon wieder. Gibt er nicht. Mein Johnny, der zuckelt so. Jetzt geht's. Du? Ja? Hast du an deinem Johnny einen Frontlader dran? Ja, der steht vorne. Nee, dann würde ich meinen nämlich mitnehmen. Kann ich mir dann deinen Frontlader ausborgen? Deinen Traktor ausborgen? Ja. Kannst du? Ist ja der gleiche. Jo. Du reparierst das Teil und gibst mir dann Bescheid. Ja, ich bringe dir den Laufe des Tages rüber. Okay. Ich denke mal, dass ich den hoch mit zum Fest bringe, den Trecker schon. Ja. Mit Anhänger. Kannst du das ankuppeln? Danke. Welchen Anhänger? Den kleinen hier. Den nehme ich jetzt mit. Was meinst du, weshalb ich einen Traktor brauche? Aber treffen wir uns ja, trotzdem. Der ist schon ganz. Treffen wir uns. Ja. Ich bring den Trecker damit. Jo, bis dann. Jo, bis später. Tschö. Hallo? Los. Hallo Jürgen. Albert. Ja, hallo, ich bin auch da. Jo. Gott sei Dank noch geklappt. Irgendwie leise, warte mal. So, ich guck grad nach dem Feld. Ah ja.
jetzt geht es auch. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren im Auto irgendwie, ne? Ja, das Auto steht beim Händler. Da könnte es einsteigen. Ich würde mal ganz schnell... Ups, also. Was ist denn heute los, ey? Also, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt heute. Irgendwie ganz merkwürdig. Wir müssen hoch zur Feuerwehr. Also zu Hof 2, da könntest du direkt hinfahren. Ich fahre mit dem John Deere hoch und dann treffen wir uns oben. Feuerwehr, muss ja mal gucken, wo die genau ist. Jetzt war so ein Feuerwehrauto gerade ein Händler, aber. Ja, das ist, wenn du runter zum See fährst und dann nach der Brücke rechts. Immer geradeaus. Kannst eigentlich gar nicht verfehlen. Bis später mal. Ja. Tschüss. So, ich spiele heute mal mit HUD an, dass ich einfach die MS im Auge habe. Und vielleicht drücke ich auch nochmal. Mist. F2, dass ich die FPS noch ein bisschen im Auge habe. Weil es ist eben ganz merkwürdig.